Ein herzliches Willkommen zurück in den tiefen Weiten des Weltraums auf Akur hier in Imperium Galactic Survival Version 1.2. Und wie ihr sehen könnt, meine Türme stehen ein bisschen anders, denn ich war fleißig, ich habe ein bisschen Material gesammelt. Wenn wir hier mal gucken, Kobalt, Silizium, Eisen und auch Kupfer haben wir hier im Inventar. Das hat auch einen gewissen Grund, warum ich das im Inventar habe und nicht unten in der Fabrik. Die Fabrik arbeitet nebenher immer noch. Und ich war ein bisschen auf Erkundungstour, weil ich halt auch gewisse Rohstoffe haben wollte, wie zum Beispiel auch hier das gute Promethium. Da war ich ein bisschen, habe ein bisschen was abgebaut, sprich Energieprobleme werden wir erstmal keine haben. Und dabei habe ich auch noch ein paar Sachen entdeckt, wie zum Beispiel hier hinten. Das ist unser Bodengleiter. Ihr fragt euch sicherlich, warum er da hinten ist. Das hat folgenden Grund. Der Bodengleiter besteht nur noch aus ein paar kleinen Platten, denn wir wurden unterwegs abgeschossen. Ich frage mich gerade nur, warum das nicht mehr auf der Karte ist. Normalerweise, ich glaube, das war ungefähr hier war eine Art Festung. Wir sind dann hier runter geflüchtet. Und hier war noch so ein Tempel. Ich weiß jetzt nicht, warum das hier nicht eingetragen ist. Ist komisch. Irgendwie hat es das nicht übernommen. Und wir versuchen uns heute mal mit den Bauplänen uns irgendwie auseinanderzusetzen. Und ich dachte mir, warum sollten wir mit einem Gleiter hier rumheizen, wenn wir doch auch die Möglichkeit haben zu fliegen. Und dann sind wir auch einfach viel, viel mobiler. Und wir probieren das mal in die Fabrik. Da ich nicht weiß, ob das hier was mit der Übermenge passiert oder ob der nur 350 nimmt, ich probiere mal was. Wir teilen das mal auf. Moment. Ja, das hat wenig gerade Sinn gemacht. Das hat gerade wenig Sinn gemacht. Ja, nochmal 100. Zack. Ich mache jetzt einfach mal nur ein zu viel rein. Ich will nur kurz wissen, was passiert mit dem ein zu viel. Ja, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den auch wieder rauskriegen. Kupfer haben wir hier. 100. So, 170 Kupfer. Zack. Kobalt. Da brauchen wir 130. Alles klar. Und Silizium haben wir hier. Da können wir schon fast die Hälfte nehmen. 110. So, Startproduktion. Hier läuft jetzt eine Zeit ab. Dauert eine halbe Stunde. Ich gehe mal davon aus, Komponenten-Blöcke können zur BP-Fabrik hinzugefügt werden, um die Produktionszeit zu reduzieren. Okay, das Problem ist nur, wir wissen ja gar nicht, was genau für Komponenten er will. Deswegen, wir lassen das so und ich habe einfach gesagt, während des Let's Plays wird das dann hier irgendwann fertig werden. So, dann können wir den Rest erstmal hier wieder reinpacken. Eisen, kein Problem. Wir machen hier immer noch jede Menge Eisen. Also davon haben wir genug. Ja, davon haben wir auch genug, aber, nein, was heißt genug? Also Kupfer und Kobalt, das wäre so eine Sache. Ich will immer K drücken, ich weiß nicht warum. Eigentlich wollte ich auch noch Silizium und Magnesium gestern holen, also gestern war das, aber während wir hier hinten beschäftigt waren, irgendwie wieder zurückzukommen, wurde unsere Basis angegriffen und irrtümlicherweise war der Strom aus, deswegen die Lasertürme wurden kaputtgeschossen von den Drohnen. Erstaunlicherweise hatten wir aber Glück, denn die Drohnen haben sich umsonst nichts gekümmert. Also denen war das komplett egal, dass wir hier eine Basis haben. Die wollten einfach nur die Türmchen platt machen. Das ist jetzt übrigens unser neuer Kühlschrank. Ich bin gerade nur nicht sicher. Wenn dann schon so rum, ne? Den könnten wir hier hinstellen. Warte mal, wir haben ja hier nochmal eine Wand, ne? Wir bauen ja hier so schräg und ein Glas so. Ja, dann können wir den auch erstmal hier hinstellen. Aber nicht so rum. Wir machen den so rum. Und das ist jetzt unser Kühlschrank für, ich hätte gesagt, für Essen, oder? Also für fertiges Essen. Haben wir da noch Kekse irgendwo? Oh. Alles klar, dann nehmen wir die für Rohmaterial, nenne ich es mal. So, einmal das hier, dann die ganz schlechten Sachen und dann die richtig schlechten Sachen. Da können wir eigentlich auch gerade mal ein paar essen. Dann wird sie auch... Also es ist der Wahnsinn, wie schnell wir den Kühlschrank vollpacken. Obwohl wir eigentlich einen riesen Hunger haben. Ah, hat sogar gereicht. Alles klar. So, dann bauen wir jetzt hier erstmal
Zack, das... Ah, ich weiß nicht, wie weit ich rauskomme. So, lassen wir das erstmal. Hier haben wir ja das. Oh, den Garten. Ja, natürlich. Jetzt können wir hier auch... Ich habe nämlich so ein nettes Feld gefunden. Wir haben jetzt 64 Fasern. Also gewaltig. Ich habe auch schon ein paar Nährlösungen gebaut. Sprich, wir können eigentlich jetzt erstmal... Machen wir 5 Gärten. Und dann kannst du... Nochmal 2 Nährlösungen machen. Wir brauchen Gesteinsmehl. Ha, wunderbar. Ihr seht, besser vorbereitet wie sonst. So. Jetzt nehmen wir erstmal den Garten. Und was war links? Links, ist das ein Weizen? War das Weizen? Ja, Weizen war das. Haben wir da ein Pflänzchen? Natürlich haben wir da ein Pflänzchen. Sehr schön. So, einmal das. Und da wir jetzt abpflanzen, ist das eine perfekte Zeit, um neue Pflanzen... Oh. Okay, vergiss das, was ich gesagt habe. Die Tomaten brauchen irgendwie länger als alles andere. Warum auch immer. Okay. Macht nichts. So, Kürbisse können da rein. Den Weizen können wir gleich zu Flur verarbeiten. Und ihr wisst ja Bescheid. Das hier machen wir gleich zu Kunststoff. Wobei wir ja für Kunststoff Gesteinsmittel brauchen. 1, 2, 3. So. Das Ding, ja. Ihr seht, also Energieprobleme haben wir mit Sicherheit auf keinen Fall. So viel Promethium-Pellets. Wir haben immer gedenkt, 10 Promethium-Pellets sind 2 von diesen Kraftstoffzellen. Wir haben über 1000. Also könnt ihr es ja hochrechnen. Und wir, da wir ja jetzt Level 10 mittlerweile geworden sind, tut mir leid, dass ihr das jetzt nicht so ganz mitbekommen habt, beziehungsweise wir kommen schon Richtung Level 11. Können wir mal gucken. Ich zeige euch mal eben. Ich habe hier den Treibstofftank groß. So. Es gab gerade mal wieder einen kleinen Hänger, beziehungsweise ich musste hier eben schneiden, weil das Spiel hat sich wieder verabschiedet. Das hier ist der große Treibstofftank. Ich habe den jetzt komplett nur mit Hydrogen voll, genauso wie ich diesen Tank voll habe. Hat natürlich den Nachteil, Hydrogen ist sehr, sehr schwach. Also wenn wir mal schauen, hier Brennstoffgehalt 15. Wir können das Ganze ja mal vergleichen, wenn ich genug Brennstoffzellen habe. Er bricht auch hier immer die Produktion ab, wenn ich hier aus dem Spiel rausgehe. Wir machen mal eben hier, zack. Dann geht das ein bisschen schneller. Das machen wir auch. Dann machen wir das hier noch eben. Nur, dass wir mal kurz vergleichen. Wenn wir die Teile hier in den Tank bringen. Sprich, ich nehme jetzt den Hydrogen aus dem kleinen Tank raus. Fülle die dicken, fetten Dinger rein. Und dann gucken wir mal. Wir können uns das Ganze nämlich schön anzeigen lassen. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob 8 oder 10 reinpassen. Deswegen warte ich mal eben. So, wir nehmen jetzt... Ach, 14 haben wir jetzt. Okay, das sollte reichen. So, zum Vergleich. Wir machen den hier noch voll. Der ist schon voll. Wir sind jetzt bei Strom für genau eine Dreiviertelstunde. Und jetzt bei genau 60. Also das gibt uns Ganze nochmal 15 Minuten extra, wenn wir diese Teil drin lassen. Ich lasse die jetzt hier drin, weil das ist unser kleiner Notfalltank, sage ich mal. Während das hier unser Haupttank ist. Ich nenne das Ganze jetzt mal so. Packen wir das hier. Schön in die Reserve rein. Schauen mal eben. Okay, noch 24 Minuten, alles klar. Und dann, solange wir hier warten, können wir eigentlich so mal gucken, wie wir das Ganze hier fertig kriegen. Ah, da hat er auch abgebrochen, wie ich sehe. Okay. So, wir brauchen auf jeden Fall Fensterblöcke noch. Sogar ziemlich viele Fensterblöcke. Ich meine, wir haben eh gerade nur 8 Glasplatten. Dann soll er jetzt mal ein paar Glasplatten machen. Dann soll er ein paar weitere machen. Silizium haben wir jetzt noch 122. Das Ding kostet nur ein Barren. Das ist okay, sag ich mal. Stahlblöcke haben wir noch genug. Die Frage, ob das hier... Kostet natürlich hier ein bisschen Stahlplatten auch. Hier dieses Fensterblöckchen. So. Schauen wir mal. Nach wie vor seid ihr gefragt, wie ihr es haben wollt. So ein Fenster oder so ein Fenster. Das müsst ihr wissen. Bedenkt jedoch,
So ein Fenster, das werde ich jetzt drüben einsetzen, verbraucht viel, viel weniger. Wir brauchen hier 1, 2, 3, 4 Fenster und hier brauchen wir halt nur eins, witzigerweise. Bin mal gespannt, ob das dann auch noch irgendwann angeglichen wird. Und jetzt testen wir doch mal hier. Wenn wir schon sowas Schönes hier haben. Ich vergesse das nämlich immer, dass wir sowas haben. So, wir brauchen natürlich das hier. Drehen das Ganze mal bis... theoretisch bis... Hallo? Bis hierher? Machen wir es bis hierher? Erstmal bis hierher. Ich bin mir jetzt nicht sicher genau. So, da natürlich noch hin, hier noch hin und einmal rüberziehen und auch das Ganze nochmal hier rüberziehen. So. Das gleiche müssen wir natürlich... Oh, hier sind wir ja auch noch nicht fertig wirklich. Ist hier ein Baufehler? Ne, hier ist kein Baufehler. Alles klar. Das sah gerade nur so aus. So. Mal gucken, was haben wir denn hier drüben? Ah, so ein Eckchen. Das hier theoretisch. Oh, die Bautrunde ist echt geil. Muss ich schon sagen. Kann man natürlich auch dann logischerweise fürs Scouting nehmen. Na. So. Zack. Oh. Okay, das war einmal zu viel geklickt. Und da sind wir wieder. Ein zweites Mal nach 4 Minuten jetzt. Wird langsam echt nervig. Wo war jetzt das Ding, was doppelt ist? Ah. Ah, es wurden ein paar Sachen nicht gesetzt. Alles klar. Das waren die Dinger hier, hä? Theoretisch. Okay. Das Eckstück haben wir noch, ja. Also hier... Ich habe jetzt auch 7 übrig. Hatten wir vorher nicht nur 3 nur noch? Okay, lassen wir das mal so. So passt das Ganze ja. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Okay. Dann nehmen wir jetzt mal unsere Fenster. Jetzt haben wir natürlich hier schon die Doppelfenster drin. Das ist natürlich jetzt ungeschickt gewählt von mir. Jetzt muss ich mal gucken. Ist das richtig rum? Theoretisch schon, ja. So. Das sieht halt mal mega kacke aus, wenn wir hier mischen. Wir mischen da nicht. Wir machen es wieder wie drüben. Nur bei den schrägen Fenstern hier. Bei den seitlichen Fenstern hier. Machen wir das so. Zack. Dann natürlich einen Block rein. Und dann verschwenden wir halt ein paar Platten, sag ich mal. Zack. Und... Oh! Wieder daneben geklickt. Okay, aber es sieht doch schon mal von innen gesehen ein bisschen schöner aus. Wenn das Ganze mal dann zu ist endlich. Das hier, da kommt Erde rein. Das wollen wir nicht. Da habe ich, da nehmen wir mal unser Spezialwerkzeug. Da ist es. Und räumen mal ein bisschen auf hier drüben. Ja, könnte schon reichen. Könnte nicht nur reichen, es reicht vollkommen. Sehr gut. Die Tomaten sind ja noch nicht fertig. Das hier habe ich wohl vorhin übersehen. Alles klar. Ach, deswegen hat... Moment mal, wir haben noch ein 3x... Das erklärt, warum wir vorhin nur 3 Mais hatten. Alles klar. Hat mich vorhin schon gewundert. So, nochmal einmal Kunststoff. Wunderbar. Hier gab es wieder 22 von unseren... Hydrogen-Kraftstoffzellen. Mal eben gucken. Fabrik noch 18 Minuten. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen ohne Absturz. Ich hoffe es. Okay. Das ist die Frage. Also wir brauchen hier auf jeden Fall... sorry. Nochmal ein Lichtchen vielleicht. Aber das Licht ist hier. Eigentlich könnte man das Licht hier hinsetzen und dafür das andere hier hinsetzen. Dann haben wir da optisch gesehen auch was Besseres. Sprich, wir nehmen mal 2 davon. Und vielleicht noch ein paar Türchen, hä? Das sieht dann vielleicht auch ein bisschen besser aus. Und dann kannst du schon mal eigentlich, weil wir werden welche brauchen, davon was herstellen und davon auch was herstellen. So, einmal das. Dann das.
Das kommt weg. Das kommt jetzt hier ran. So. Ist jetzt quasi ein Feld von der Tür weg. Und kommt es dahin. Jetzt ist dieser Raum einfach schon mal viel, viel besser ausgeleuchtet. Eventuell können wir auch hier noch irgendwo noch ein drittes Licht quasi hinsetzen. Man kann... Außer ihr wisst das... Ich kann es ja nur drehen. Es gibt keine wirkliche Möglichkeit, diese Tür in die Mitte des Blocks zu setzen. Also Rechtsklick probiere ich gerade, das geht auch nicht. Hier fehlen ja auch Türen, okay. Machen wir jetzt mal hier die Türen hin. So hin, ne? Zack. Und dahin. Ja, jetzt sieht das ein bisschen einfach besser aus. Ich glaube, hier am Ende des Flures werde ich dann die andere Tür hinsetzen. Die können wir theoretisch gerade auch mal bauen. Das sacken wir wieder ein. Huch. Ich glaube, ich auf dem Kopf. Gehen wir da raus. Verwirrend. So, mal schauen. Ich denke mal, man könnte natürlich auch hier noch einen Garten hinsetzen, aber ich glaube, den nächsten Garten werde ich hier hinsetzen. Demnach machen wir hier zu, hätte ich gesagt. Das heißt, hier ist das Fenster auf diesem Punkt. Und dann können wir hier auch komplett zumachen. So. Und so. Ja, das sollte passen. Auch hier wieder Fenster hin, ganz klar. Ja, die Basis. Sie macht sich. Sie braucht sehr, sehr viel Glas, sehe ich. 18. 20. Aufräumen vorhin, stimmt. Ja. Bleibt uns gar nichts anderes übrig, als uns einfach mal massenhaft Gläser zu machen. Zack. Come on, Türchen. Jawohl. Dann packen wir die so hin, hätte ich gesagt. Ich bin auch mal gespannt, ob es auch noch andere Arten von Türen gibt. Einfach optisch gesehen. Kann man ja dann genauso regeln wie mit den Blöcken. Einfach zack, Rechtsklick und dann sucht man sich eine Türe aus. Also wenn es so eine Türe ist. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass man später größere Türen hat für, ich sag mal, so eine Art Hangarraum, so ein kleines Türchen. Vielleicht gibt es das ja auch schon und ich weiß es noch nicht. Ich weiß ja nicht, ob... Aber ich glaube nicht. Aber wir waren vorhin noch beim Technikbaum, genau. Der Treibstofftank, den habe ich euch schon gezeigt. Dann, die Medizinstation und den Kühlschrank T2. Den T2-Kühlschrank habt ihr schon gesehen. Das Medizinteil, das kennen wir ja noch von Staffel 1 von uns. Das sieht genau gleich aus. Ansonsten können wir mal gucken. Level 10. Ja, gut, einen Warp-Antrieb und sowas brauchen wir jetzt nicht sehr wirklich. Einen Generator im Großen. Wir sind jetzt bei 600 kW, wenn ich das richtig im Kopf habe, richtig? Oh, jetzt sind wir sogar weniger, weil gerade keine Maschinen arbeiten. Das heißt, ist eigentlich momentan unnötig. Ansonsten, ein Minigun-Geschütz, das ist aber, glaube ich, nur für das Schiff, nicht für unsere Basis, oder? Größe BHT. Das habe ich hier nämlich nicht gesehen bei Base. Hier gibt es nur das Flak-Geschütz. Problem ist, wir können es nicht bauen, weil wir brauchen für Plasma oder für Flak die erweiterte CPU. Haben wir leider nicht. Wir könnten es natürlich forschen, aber ich warte mal noch ein bisschen. Weapons, hätten wir das Pulsgewehr, braucht aber auch wieder erweiterte CPU, Strom. Oh, das Ding können wir bauen, weil Pistolenmunition ist die gleiche, Kaliber 50. Dann können wir unsere Popelpistole mal wegschmeißen. Raketenwerfer haben wir auch gelernt, mittlerweile. Können wir eigentlich auch nehmen. Jetzt ist die Frage, Small Vessel, was haben wir denn da eigentlich für Waffen? Weil ich bin mir nicht sicher, ob unser Schiffchen, was wir gerade bauen, Waffen hat.
Wir nehmen auf jeden Fall den Raketenwerfer mit. Ist ganz klar. Auch hier auf kleine Schiffe könnt ihr auch Türen setzen. Finde ich sehr cool. Also wenn man in Staffel 1 angeguckt hat, der sieht da so eine Art Raumschiff, habe ich da versucht zu bauen. Ich sag mal so, das Ding sieht schöner aus wie unser letztes Hovercraft, was wir da gebastelt haben, sag ich mal. So, dann gucke ich gerade mal eben rein hier nochmal. Technikboy. Quatsch. Ich weiß, es gibt F-Tasten. Ah, ich bin zu voll, die F-Tasten zu drücken, weil ich es gerade nicht im Kopf habe. Und falls meine Stimme etwas komisch klingen mag, es tut mir leid, Heuschnupfen und sowas. Das ist eine pure Folter gerade. Ich bin froh, dass ich nicht ständig hier am Niesen bin. So, Fensterblöcke. Jawohl, ab mit dir. Übrigens gab es, glaube ich, einen Bug. Das habe ich nie getestet. Oh. Okay. Und da sind wir auch schon wieder, Version 1.3 jetzt. Ihr habt es vielleicht bemerkt, während der Folge ist ein paar Sachen gingen schief. Und es war einfach für mich unmöglich, irgendwie vernünftig aufzunehmen. Deswegen dachte ich mir, okay, wir lassen das erstmal und warten auf einen Patch. Jetzt haben wir 1.3. Es wurden ein paar Bugs behoben. Meiner war jetzt nicht spezifisch aufgelistet, aber vielleicht haben wir ja Glück und durch diese gewissen Änderungen ergibt sich das Ganze, dass wir jetzt einfach weiterspielen können. Wir sind jetzt schon, wenn ich es richtig im Kopf habe, über 20 Minuten. Also haben wir noch grob 10 Minuten, um was zu machen. Nach wie vor ist natürlich hier die Restzeit von 11 Minuten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, sag ich mal, dass die Folge nicht länger geht. Aber was wir machen könnten ist, dass ich einfach sage, okay, es ist eh dunkel. Ich werde hier einfach einen kleinen Schnitt machen und dann, wenn die Zeit rum ist, sehen wir uns dann einfach gleich wieder. Noch ungefähr eine Minute, dann können wir das Teil setzen und während ich gewartet habe, oh, ich brauche gerade Essen, sehe ich, war ich natürlich nicht faul, ich bin nicht einfach AFK gegangen und habe nichts getan. Ah, unser neuer Kühlschrank, ne? Wir haben ziemlich viel an Essensbedarf, deswegen nehmen wir gleich mal ein paar, oder was heißt ein paar, was Größeres, ein Süppchen und natürlich unsere leckeren Kürbiskekse. Und was habe ich gemacht? Ja, das ist eigentlich relativ simpel, was ich getan habe. Ich habe mal ein bisschen hier optisch ausgebaut mit einem Weg hier entlang, denn mir ist aufgefallen, jedes Mal, wenn ich Wasser oder so hole, dann ist das ziemlich unspektakulär. Und hier haben wir jetzt einen kleinen Weg und sogar eine Art, naja, Anlegehafenbucht mäßig, würde ich es mal nennen. Blueprint Production Successful Finished. So, jetzt gucken wir uns das mal an, wie das genau funktioniert. Ich hoffe, ich kann es einfach jetzt hier hinsetzen. Baupläne. Okay, hier ist was dazugekommen. Objekt erzeugen, denke ich mal. Ja, genau, das ist die Fabrik und hier kann man es erzeugen. Okay. Alles klar. Boah, nice. Pam. Okay. Lass uns das Ding mal anschauen. Wir haben hier O2. Treibstofftanks. Einen Antrieb hier. Antrieb seitlich da. 4 Antriebe vorne. Sehr cool. Ein Constructor ist auch dabei. Das ist natürlich eine sehr coole Sache. Hier ist die Fracht. Ein Kühlschrank ist auch noch dabei. O2-Station natürlich. Okay. Und natürlich hier das Cockpit. Boah, super Sache. Also, einfacher hätte ich es mir nicht vorstellen können. Sehr cooles Ding. Optisch gesehen sieht es ungefähr 300% besser aus, wie mein letztes Teil, was ich gebaut habe. Vor allem hier noch die Füßchen, sage ich mal. Wobei ich sagen muss, wenn wir jetzt mal, gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Wenn wir mal gucken hier. Die Füßchen liegen ja quasi mit dem Ding zusammen auf. Also eigentlich sind die Füße schon fast irrelevant, weil der eh auf den Dingern aufsetzt. Also man hätte die Füße quasi eins weiter runtersetzen müssen. Aber gut. Ich darf mich nicht beschweren. Ich habe es immerhin nicht gebaut, ne? So, was brauchen wir natürlich? Ist klar. Wir brauchen Kraftstoffzellen, damit das Ding überhaupt funktioniert. Und wir brauchen Waffen. Dafür müssen wir auch noch sorgen. Okay, da ist es mal wieder schon wieder passiert. Und ich muss echt sagen, also es tut mir leid, aber ich werde erst einmal, wird es von Imperium keine regelmäßigen Folgen geben. Ich möchte gerne auf einen Patch warten, der das ganze Problem wirklich behebt, weil,
Das waren jetzt 5 Minuten. Nee, Quatsch. War länger, logischerweise. Habe ja gewartet. 10 Minuten. Dann haben wir die Aufnahme wieder gestartet. Dann haben wir das Schiff präsentiert. Und dann hat es Peng gemacht. Ja, also in diesem Sinne, ich werde jetzt erstmal das Ganze weiter beobachten, schauen, was die Patches bringen. Bin natürlich mit den Entwicklern in Verbindung. Sprich, die kennen mein Problem, was ist hier passiert. Wo ist mein... Okay. Meine ganze Straße hier weg. Gerade mal alles hier offen. Und in diesem Sinne, wann es weitergeht und wie es weitergeht, das... Ja. Braucht ihr einfach ein bisschen Geduld. Warum ist jetzt hier alles voller Erde? Alter Falter. Oh, hat er ja komisch gespeichert. Okay. Ja, wie gesagt, wie es weitergeht, das seht ihr dann einfach beim nächsten Mal wieder, wenn es dann heißt Imperium Galactic Survival, hoffentlich ohne weitere Aufnahmeprobleme. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.